Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Ihr seht es hier schon, wir haben hier ein Interregio und diejenigen, die gute Augen haben, die sehen, wir haben hier blaue Wagen. Und zwar Interregio blaue Wagen an der 103 hier dran. Übrigens auch mit aktualisierten Zuglaufschildern, sodass wir jetzt auch die Destinationen haben, die außerhalb der Strecke liegen. Und ja, wenn wir uns hier weiter umgucken, dann sehen wir nämlich eine ganz interessante Sache. Nämlich da hinten, da fährt gerade ein Zug aus. Ich hefte mich mal ganz kurz an die Fersen dieses Zuges. So, und dieser Zug ist aber interessanterweise rot. Ne? Also das hier mit den roten Wagen, die mitgeliefert werden. Ja, also was habe ich für euch, was stelle ich euch heute vor? Eine Mod, beziehungsweise im Grunde genommen zwei Mods in Zusammenarbeit von der lieben Hanna, meiner guten Freundin Hanna, und meinem guten Freund, dem Taskplace. Die haben beide jeweils eine Mod rausgebracht. Und zwar, was hat Hanna gemacht? Hanna hat im Grunde genommen die Interregio, die Intercity-Wagen genommen, die wir haben aus dem Spiel. Und hat die erstmal hier in dieses blaue Farbkleid eingekleidet. Ich habe ja schon vorher die Mod vorgestellt mit den Wagen in Rheingoldfarben. Und das hier sind im Grunde genommen jetzt die Interregio-Wagen, auch mit wirklich allen Details und so, die man dann braucht. So, die haben wir jetzt. Das Problem war vorher, dass im Grunde genommen dann alle Wagen jetzt so aussehen würden nach Interregio. Und was der Taskplace dann geschafft hat zu machen, ist, dass alle Züge im Fahrplan, die halt Interregios sind, ne, also IR heißen, die sind blau, aber alle anderen Züge, die Intercity heißen, sind weiterhin rot. Das heißt also, wir haben jetzt hier im Grunde genommen überall da, wo wir Interregios haben, auch die richtigen Wagen unterwegs, nämlich in Blau. Auf den Regionalzuglinien haben wir weiterhin die Mindlinge und auf den Intercity-Zügen haben wir die roten Intercity-Wagen. Wir gucken uns das einmal ganz kurz hier im Hauptmenü noch einmal an, wie das Ganze hier aussieht. Und zwar, wenn wir jetzt hier die Strecken auswählen und hier in den Fahrplan gehen und da jetzt die 103 auswählen, dann, ne, ihr habt ja hier die Eurocity, die Intercity-Wagen, beziehungsweise Züge und die Interregio-Züge. Das sind die drei Wagengattungen, beziehungsweise Zuggattungen, die hier fahrbar sind mit der 103. Und dann ist es tatsächlich so, dass immer dann, wenn man den IR zum Beispiel auswählt, machen wir jetzt, müssten wir jetzt automatisch die blauen Wagen haben. Schauen wir mal. Und dann können wir direkt danach testen, ob bei den Intercity-Wagen tatsächlich auch die roten Wagen dann dabei sind. So. Genau. Wir sind dann Interregio und haben die blauen Wagen hier mit dabei. Auch hier mit der, ne, hier mit den entsprechenden Zielen. Sehr schön. Das ist auch sehr gut. Hier haben wir Mindlinge. Haben wir irgendwo gerade noch ein Intercity stehen? Die haben wir jetzt gerade nicht, aber dann gucken wir uns das Ganze mal im Fahrplan an. Wenn wir jetzt noch ein Intercity auswählen, dann müssten wir dort die roten Wagen haben. Gucken wir, ob das auch jetzt der Fall ist und testen mal direkt, ob das dann alles funktioniert. Also Strecken auswählen, Koblenz-Mainz, 103 und dann nehmen wir uns mal den Intercity 518 mal raus. Und schauen mal. So, beginnen. Jawohl, das funktioniert perfekt. Die Intercity-Wagen sind tatsächlich die roten Wagen. Also herrlich, wunderschön. Und jetzt können wir direkt auch nochmal austesten, wie das mit den Eurocity-Wagen aussieht. Beziehungsweise mit den Eurocity-Zügen, ob die auch rot sind oder ob das die blauen Wagen sind. Müssten eigentlich auch die roten Wagen sein. Oh, 103. Und dann nehmen wir mal hier den Eurocity Franz Liszt. Jetzt bin ich gespannt. Müssten aber, wie gesagt, die roten Wagen sein. Jawohl, das sind dann auch die roten Wagen. Also Intercity und Eurocity, rote Wagen, Interregio, wie es auch sein muss, blaue Wagen und nicht mehr die roten Wagen. Das ist doch sehr schön. Das ist eine Mod. Das sind zwei Mods, die man definitiv haben muss, wenn man den PC hat. Meiner Meinung nach verbessert das Spiel ungemein.
Natürlich sind die Wagen an sich immer noch die gleichen, ne? Also der Innenraum ist jetzt nicht verändert. Das lässt sich wohl anscheinend nicht so leicht machen, wie die Außenwände zu verändern. Aber so ist das halt. Und damit kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Ja. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas hier an Rollmaterial gerade rumstehen haben im Vergleich dazu. Nee. Und in die Richtung haben wir jetzt gerade auch nichts. Aber ja. Die Mod lässt sich übrigens auch nutzen in Kombination mit dieser Rheingold-Mod. Dann haben wir halt überall da, wo rote Züge sind, sind halt dann eben die Züge in Rheingold-Farben. Ja, das ist dann. Das funktioniert dann ganz normal. Nur dass man halt eben keine roten Wagen mehr hat, sondern eben die in Rheingoldfarben. Ja. Das ist doch Hammer, oder? Das ist doch Hammer. Und das schon 2 Tage nach Release der Strecke. Also da Hut ab vor der Modding-Community. Hammermäßige Mod. Must have, definitiv. Alles klar. Links zu den Mods sind in der Videobeschreibung. Ihr kennt das. Und von daher wünsche ich euch alles Gute, alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao.